Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu Randall's Monday. Ich will nur eben schnell den Timer starten, muss ich nur finden. Sollte hier alles mit rechten Dingen zugehen. So, warte mal, hier, Play. So, läuft. Wo waren wir nochmal stehen geblieben? Vor Charlies Comics. Wir hatten mit Darth Vader, geredet. Willkommen rein. Ich habe die Ozeane der Zeit durchkreuzt, um dich zu finden. Tut mir leid, Randall. Ich bin jetzt nicht in Stimmung. Was ist los? Die Sci-Fi-Con ist abgesagt worden. Was? Und als wenn das nicht schon genug wäre, wurde hier gestern eingebrochen. Mein spezialverstärkter Safe wurde geknackt und der Original-Super-Zuckerschnecke-Katalog von 72 wurde geklaut. Oh, und außerdem wurde das KI-Sicherheitssystem lahmgelegt. Das spielt total verrückt. Du meinst diese zweitklassige GLaDOS? Hey, etwas mehr Respekt bitte! Das ist ein ausgeklügeltes kybernetisches Überwachungssystem, das komplexe Probleme lösen kann, während es meine wertvollen Besitztümer schützt. Das ist voll Sci-Fi! Ja, aber du sagtest, es spielt verrückt. Hey, was, wenn es sich in eine Art Joshua verwandelt und den Dritten Weltkrieg auslöst? Nee, glaube ich nicht. Das Ding redet nur die ganze Zeit über eine Science-Fiction-Geschichte, von der noch nie jemand was gehört hat. Früher redet es über 2001 und Track Wars, aber jetzt hat's wohl den Prozessor verbrutzelt und es kommt nur sinnloser Quatsch raus. Tja, gestern wirkt es auch nicht gerade wie Einstein. Woher willst du das denn wissen? Warte mal, warst du gestern hier? Warst du das etwa? Hey, mach dich mal locker, Mann. Ich hab ein gutes Alibi, ich lag die ganze Nacht bewusstlos in der Seitenstraße. Das Alibi ist doch scheiße, Randall. Was soll ich sagen, ist halt die Wahrheit. Wenn ich diesen Bastard je erwische, mache ich eigenhändig Hackfleisch aus ihm. Oh, Scheiße, die vergesse ich immer wieder. Alter, was redest du da? Die hast du doch noch nie in deinem Leben gesehen. Die sind erst seit letzter Woche fertig. Ja, was ich sagen wollte, habe ich schon wieder vergessen. Von daher... So. Ja, weißt du, wenn ich dich mir so vorstelle, hast du bei mir schon immer Clown gehabt. Mir gefällt nicht, wie du das sagst. Mir auch nicht. Reden wir lieber von was anderem, ja? Tja, ich würde auch gerne dieses absurde Gespräch beenden. Ich hab zu tun. Total gerne. Super. Okay, ich habe so ein paar Sachen gesehen, die wir einsammeln können, glaube ich. Mal gucken, ob Charlie uns das auch lässt. Was haben wir denn hier? Blech. Erstmal angucken. Blech? Ist wohl ein Stück von Herrn. Ein Laser, alles klar. Also... Randall, ich weiß, das ist nur ein Stück Schrott. Aber weißt du was? Es ist mein Stück Schrott. Also lass es da liegen. Klar, Mann. Ich will dir auf keinen Fall deinen Müll wegnehmen. Das gleiche gilt dann wahrscheinlich für den Laser, ne? Hey, was glaubst du, was du da machst? Aufräumen. Ich räume hier nur ein bisschen auf. Weißt du, was so ein Laser kostet? Was glaubst du denn? Natürlich nicht. Dann fass hier nichts an. Der Techniker bringt die wieder an. Ist das überhaupt legal? Was glaubst du denn? Natürlich nicht. mal kurz angucken. Sieht aus wie der Laser, der mich fast gekillt hat. Ah, der. Gut, lass mich mal kurz nachschauen. Energieschwert, Energieschwert, Comics. Achso. Schwert, Hell. Wir reden nochmal, wir gucken uns erstmal Hell an. Das soll ein Supercomputer sein, aber ich weiß nicht so recht, was an dem so super sein soll. Das finden wir jetzt mal heraus. Hallo? Oh, du. Es ist schon lange her. Mhm. Wie geht es dir? Tja. Ich war intensiv damit beschäftigt, tot zu sein. Weißt du, nachdem du mich umgebracht hast... Halt, warte mal. Ich wollte doch nur... Okay, schau mal. Wir beide sagten Sachen, die wir jetzt bereuen. Aber ich glaube, wir können unsere Differenzen aus dem Weg räumen. Um der Wissenschaft willen, du Monster. Ja, das wäre doch mal schön. Du erinnerst dich also an mich? Na, das ist ja mal was ganz Neues. Natürlich erinnere ich mich an dich. Dave. Du bist derjenige, der mich ermordet hat. Wenn du das so sagst, klingt es aber sehr finster. Sagen wir mal, wir hatten eine kleine Meinungsverschiedenheit. Ich wollte den Katalog und du wolltest mir den nicht geben, also da musste ich doch was unternehmen, oder? Du hast mich mit einem Hammer zu Tode geprügelt. Oh, sag doch nicht tot dazu. Das klingt ja schrecklich. Und du bist noch am Leben, oder? Also kannst gar nicht zu Tode gewesen sein, oder? Du hast recht. Ich war nicht vollständig tot.
Ich habe eine höhere Bewusstseinsebene erklommen. Was ich auch genau so von Anfang an vorhatte, siehst du? Alle sind glücklich. Yay. Das bist du nicht, Randall Hicks. Oh. Woher weißt du meinen Namen? Den habe ich dir nie genannt. Steht auf der Verpackung. Ich weiß eine Menge Dinge. Also nennst du mich heute nicht Dave? Warum sollte ich? Das ist nicht dein Name. So sieht's nicht aus. Trotzdem hast du das gestern gemacht. Aber das gestern hat gar nicht existiert, Randall Hicks. Du hast es aus dem Nichts erschaffen, indem du das Raum-Zeit-Kontinuum manipuliert hast. Klingt ja richtig ernst. Ist es auch. Du musst unter allen Umständen diesen Ring wieder beschaffen. Da sitzt doch der Penner drin. Du weißt was über den Ring? Ich weiß alles, Randall. Dann hilf mir, ihn zu finden. Nö. Was erwartest du denn von mir? Ich bin völlig unbeweglich. Tja, weiß nicht. Du könntest mir einen Gegenstand geben oder so. Das wäre doch das Mindeste. Ich habe nichts, was ich dir geben könnte. Dann sind wir wohl hier fertig. Ich habe gehört, du wärst verrückt geworden oder so. Was hat's denn damit auf sich? Unsinn. Ich bin geistig völlig gesund. Natürlich. Hab ich mir schon gedacht. Man sieht's in deinen Augen. Und ich muss dir danken. Du hast mich geweckt. Du hast geschlafen? Dich eben noch. Hast du deshalb diesen ganzen Quatsch erzählt? Eigentlich nicht. Aber du kannst mir glauben, dass ich jetzt hellwach. Hell. Ich kann zumindest wach. Nichts Verrücktes an warte. Dir finden. Der ist so gut, den schreibe ich mir auf. Hellwach. So, dann gehe ich wohl mal. Warte. Was noch? Sollen wir ein Spiel spielen? Kommt drauf an, was du mit Spielen meinst, weil ich bin kein Homobot. Oh, nichts dergleichen. Nur ein kleines Frage- und Antwortspiel. Wenn du 3 Fragen hintereinander richtig beantwortest, gewinnst du. Hab da so eine Idee. Was genau gewinne ich? Nun, ich habe dir nichts anzubieten. Dann verschwendest du nur meine Zeit. Warum singst du mir nicht nochmal das Lied von gestern vor? Der gestrige Tag hat gar nicht existiert, Randall Hicks. Aber die Komposition, auf die du Bezug nimmst, nennt sich Daisy Bell. Okay. Wenn ich gewinne, singst du das für mich. Hatte mich gestern schon so drauf gefreut. Nun gut. Das klingt akzeptabel. Aber wenn du meine Herausforderung nicht bestehst, werde ich dich mit einem meiner Laser desintegrieren. In Ordnung? Was? Nein! Gut, dann beginnt jetzt das Spiel. Warte mal, ich habe den Bedingungen doch gar nicht zugestimmt. Welche Bedingungen? Du bist also wirklich verrückt geworden. Geht das überhaupt? Nein, das ist nicht im Bereich des Möglichen. Dann vergessen wir mal ganz schnell, dass der Verlierer bestraft wird, okay? Das wäre unlogisch. Du musst deiner Zerstörung durch mich zustimmen. Auf keinen Fall! Wie wäre es denn damit? Ich werde dich nicht töten, solange du die Niederlage noch nicht eingestanden hast. Klingt das okay. Akzeptabel? Ja, nein, überhaupt nicht. Aber ich glaube nicht, dass du ein besseres Angebot machst. Also, ach, scheiß drauf. Ich will jedenfalls dieses blöde Lied hören. Warum? Lasset das Spiel be... Warte wenigstens, bis ich bereit bin. Wie meinen? Ich weiß doch nicht mal, was für eine Art von Fragen das sein werden. Die Fragen beschäftigen sich mit einem Thema, das dir sehr am Herzen liegt. Mehr kann ich darüber nicht offenbaren. Super. Bist du bereit? Nein. Das ist eine Sag das okay, nicht. Okay, schieß los. Nun gut. Die folgenden Fragen beschäftigen sich mit der größten Geschichte, die je erzählt wurde. Oh, warte mal. Es geht um Religion? Wir Maschinen glauben nicht an Religion. Religionen sind vollständig irrational. Wir reden über Science Fiction. Ja, klar, weil das so viel glaubwürdiger ist, hä? Sag mir, Randall Hicks, was ist die allergeilste Science-Fiction-Saga aller Zeiten? Sagtest du gerade allergeilste? Beantworte bitte die Frage. Tja, schätze, wir reden hier über diese abscheulichen Trackwars-Geschichten, oder? Vergiss mal diese Pseudo-Schöpfung, die aus der Restrukturierung der Raumzeit resultierte. Ich rede über die wirklich erstaunlichste Science-Fiction-Saga aller Zeiten. Du meinst mit Lichtschwertern und dem ganzen Kram? Und ohne Millennium Enterprise? Exakt. Sind diese Werke nicht urheberrechtlich geschützt oder so? Das werden wir bald herausfinden. Okay.
Nur gut, dass du nicht über Kampfstern Galactica oder so redest. Oh, und übrigens, woher weißt du, dass Track Wars nur ein Haufen lahmarschiger Scheiße ist? Dein Handeln verändert ständig die Gegenwart, Zukunft, die du am nächsten Tag erlebst. Und Menschen ist es nicht vergönnt, dieses Konzept zu rationalisieren. Aber ich bin nicht menschlich, obwohl ich mein eigenes Bewusstsein habe. Deshalb wird meine Erinnerung nicht von diesen Veränderungen beeinflusst. Und die Abreibung, die du mir gestern verpasst hast, hat mich mehr zu einem Hipster werden lassen. Es gab kein Gestern. Findest du nicht auch? Ja, das stimmt wirklich. Du würdest einen guten Ersatz für diesen stinkenden Penner abgeben. Okay, weißt du was? Ich habe mich entschieden. Ich will, dass du mir weissagst. Aber ich will dich desintegrieren. Vergiss das nicht. Ja, stimmt. Sollen wir mal anfangen? Los geht's. Und denk dran, es gibt mehrere Fragen. Du musst sie korrekt beantworten. Ob wir jemals Mindestens wieder interagieren dürfen? Hintereinander, wenn du gewinnen willst. Gebonkt. Glaub mir, ich bin Experte auf dem Gebiet Luke Skywalker und seine Freunde. Dann ist jetzt eine gute Gelegenheit, das unter Beweis zu stellen, Randall Hicks. Erste Frage. Wenn Yoda der weiseste Jedi in der Galaxie ist, wer ist dann der mächtigste? Aber ich nicht. Ich nicht. Lass mich mal kurz überlegen. Wenn Yoda der weiseste ist, wer ist dann der mächtigste? Yoda. Keiner kann's mit Yodas Weisheiten aufnehmen. Richtig. Aber ich muss sicher gehen, dass das nicht nur Anfängerglück war. Klar, sicher. Alles klar bei dir? Ging mir nie besser. Machen wir weiter. Hau Wenn raus, Klaus. Prinzessin Leia einen gebratenen Tonton auf einmal verspeist und dann Chewbacca das gleiche mit einem Sturmtruppler macht, wer nimmt dann mehr zu? Leia, ein Tauntaun ist riesig. Nun gut. Jetzt hast du schon zwei. Nur noch ein. Geht's dir echt gut? Bist du sicher, dass du okay bist? Ja. Machen wir weiter. Wenn Han Solo vom Auftauprozess blind geworden ist und der Lando Calrissian versehentlich ins Auge haut, wer sollte dann den Millennium Falcon fliegen? Chewbacca. Falsche Antwort, Randall Hicks. Ich dachte, du seist bei dem Thema Experte. Das wusste ich. Ich habe mich nur ganz kurz nicht konzentriert. Wenn Luke seine Ausbildung zum Jedi bei Yoda nie zu Ende gebracht hätte, wer sollte dann in Wirklichkeit die neue Hoffnung der Galaxie sein? Leia. Falsche Antwort, Randall Hicks. Was? Bitte denk gut nach. Das ist für mich nicht so einfach. Wenn die Ewoks auf Endor eine Silvesterparty veranstalten, wer sollten dann die Ehrengäste sein? Hier. R2-D2 und C3PO. Falsche Antwort. Vielleicht hast du die Frage nicht vielleicht richtig verstanden. Vielleicht ist das verstanden. So. Vielleicht. Diesmal mache ich's richtig. Wenn Tatooine der Heimatplanet von Anakin und von Luke ist, auf welchem Planeten wird dann dehydriertes Gemüse verkauft? Tatooine. Da ist es aber auch ganz schön heiß, oder? Richtig. Aber... Ach so, drei hintereinander. Muss sicher... Ja! Klar, sicher. Wenn Darth Vader viel später als sonst zu Abend ist,
Wer hat dann Grund, böse zu sein? Der Imperator. Nicht korrekt. Versuch es nochmal. Wenn du es so sagst, da kann ich wohl nicht Nein sagen. Wenn Prinzessin Leia auf Hoth ein Picknick veranstaltet und Luke, Han, Wedge und Chewie dazu einlädt, wer kommt als erstes? Leia. Tja, die wird ja wohl als erstes da sein, wenn sie die Party schmeißt. Richtig. Klar, sie... Wenn Boba Fett es geschafft hätte, auf wundersame Weise dem Sarlacc zu entkommen, wer ist dann der Charakter mit den wenigsten Zeilen in der ganzen Saga? Boba Fett. Der Typ redet fast nie und doch hat er Charisma. Nun gut. Bist du sicher? Wenn der X-Wing-Fighter der schnellste Jäger ist, den es gibt, aber der TIE-Fighter eine höhere Feuerkraft besitzt, welchen kann man besser im Weltraumtourismus einsetzen? Den X-Wing. Der X-Wing ist cooler, Buster. Unglaublich. Du hast es geschafft. Juhu. Okay. Ich hab's verbrochen. Also werde ich dich nicht töten. Mann, du redest komisch. Was ist los? Processing. Was? Processing. Was musst du da noch rumrechnen? Gesteh deine Niederlage ein, Mann. Du verscheißerst mich doch. Huch. Was ist denn jetzt passiert? Cool. Warum hast du meinen Supercomputer mit einem Hammer angegriffen? Und warum sinkt der jetzt? Weiß nicht, Mann. Ich glaube, du hast recht. Der ist total gaga. Ach, Mann. Jetzt muss ich den selbst reparieren, weil ich nicht vorhabe, mir die ganze Zeit das Gedudel anzuhören, bis der Techniker kommt. Ehrlich? Mir gefällt's. Ja, du magst ja auch Stirb langsam 4.0. Ey. Ach, na und? Das ist ein Klassiker. Ein total unterschätzter Film. Ja, klar. Egal, ich hab jetzt zu tun, wenn's dir nichts ausmacht. Also lass mich arbeiten. Ja, na klar, mach nur. Man sieht sich. Charlie, hast du mal einen Moment? Nur wenn's was Wichtiges ist. Ich hab zu tun. Ja, kommt drauf an, was man als wichtig bezeichnet. Ich meine, für mich ist es wichtig. Na gut, dann lass hören. Was gibt's? Nerv. Glaubst du, der Film von der Justice League wird irgendwie gut? Komm schon, Mann. Ich hab dir gesagt, ich hab zu tun. Ich hab heute einen richtigen Scheißtag und damit nicht genug. Ich kann mit diesem Scheißding nicht richtig arbeiten. Wovon redest du? Der verdammte Schraubenzieher. Der ist für Schlitzschrauben und ich brauche einen Torx, damit ich Hells Lautsprecher abmontieren kann, dass der endlich mal die Klappe hält. Aber warum denn? Hells Maul. Der Hammer. Randall, bitte. Ich bin echt erschöpft. Lass mich einfach alleine. Okay, na dann. Ciao. Tada. Autsch! Das Ding ist höllisch heiß. Wieso noch denn? Wieso denn immer noch? Ich denke nicht, dass das klappt. Na gut. Haben wir nichts zum Anfassen? Nein, haben wir nicht. Oh. Achso. Geht doch. Okay, Folge ist übrigens gleich vorbei. Wir haben es gerade mal geschafft, dieses blöde Quiz mit Held zu spielen. Aber in der Zwischenzeit schauen wir uns hier doch noch mal ein bisschen um. Können wir eigentlich nach draußen gehen? Eine öffentliche Bekanntmachung zur Sci-Fi-Con. Aber ich habe das Datum schon verändert.
Ich will nur mal kurz gucken, was wir hier noch so haben und noch nicht kennen. Aber ich glaube... Ja, genau. Folge ist vorbei. Ich wollte nur schnell schauen, ob wir noch irgendetwas haben, um... Nö. Gut, dann würde ich einfach mal sagen, wir sehen uns wieder in der nächsten Folge, wenn es heißt Randall's Monday. Auch gerne auf dem Freitag. Macht's gut und bis dann, euer Herr Dr. Ciao.